Gut. Meine folgende Frage bezieht sich auf mich und mein Erlebnis und Erleben der Zeit. Wenn ich mich verabrede, wenn ich auf Arbeit möchte, wenn ich zur Schule möchte, erlebe ich Zeitdruck. Wenn ich mich vorbereite, wenn ich alles bereitstehen habe und eigentlich nur noch loslaufen müsste, komme ich trotzdem zu spät. Und ich finde in solchen Momenten nicht den ich übersehe die Zeit. Na, ich denke, dass wenn du in diese Matrix irgendwann, irgendwo, irgendwie entkoppelt worden bist, dass es damit zusammenhängt. Also deine Biologie, dein Wesen sieht das. Aber es ist wie wenn mechanisch etwas weggemacht worden ist, jetzt auf energetischer Ebene, was dir dieser Sprung, Zeitsprung verursacht. Ne? Das heißt, da ist einfach nur eine Reparatur zu machen. Aha, okay. Gut, da hätte ich eine nächste Frage, die ich anschließen möchte. Ich erinnere mich an. Also nochmal kurz, nicht weil ich schlauer bin, bekomme ich die Fragen, sondern die Fragen von Maximilian machen mich schlauer. Ja, das gleist. Weil das ein neuer Film ist, wollte ich ihm voraussagen. Alles klar, danke. Bitte. Ich erinnere mich an eine Zeit, die derzeit nicht Gegenwart, nicht greifbar für mich ist. Und fühle mich, als würde ich zwischen diesen Zeiten stecken. Ich denke, dass es nur eine Reparatur notwendig ist, dann ist es aufgehoben. Ne? Das heißt, du brauchst dich nicht zu quälen über diese Zeit, dimensionale Zeit, Verzerrungen oder weil in dem Moment, wo du wieder gekoppelt bist auf diese Ebene mit der Gesetze der Matrix, in der du wirkst, dass es dann einfach auch verschwindet. Ne? Darf ich fühlen? Ja. Das ist bleib. Okay. So, warum sind Reparaturen manchmal notwendig? Weil wir irgendetwas nicht vertrauen oder öffnen oder unsicher sind oder eine Angst bekommen. Und dann, wenn eine Angst da ist, das ist wie wenn ich wohne hier und ich gehe außerhalb meines Hauses. Ne? Angst bedeutet, ich bin nicht da. Dann, mein Haus ist leer. Dann kommen andere Energien rein. Kommt ein Tier, eine Fliege, ein paar Besetzer. Ne? Und deswegen hat sich dann eben dann hier, hat sich jetzt das ein kleiner Implantat hier, ne? Was dir einfach auch gesetzt wurde und
die das dann auch verursacht. Ne? Und es ist alles immer okay für mich. Wir haben tausend Sachen. Es ist eine Lernerfahrung. Das heißt, dass ich wurde einfach, wenn du die Entscheidung triffst, in der Gegenwart nie zu verlassen, Tag, weder Tag noch Nacht, die Gegenwart zu verlassen. Und mit der Gegenwart meine ich dein Zuhause. Mhm. Auch wenn du einkaufen gehst, aber du hast Schlüssel und du kommst wieder da rein. Auch wenn du irgendwie eine Reise machst, aber das ist dein Zuhause und du pflegst, putzt, reinigst, kaufst ein, machst du Möbel rein. Wenn du die Entscheidung triffst, dein Zuhause zu bewohnen, dann wird es so, so oder so, findest du den Weg, dann diesen Implantat, kann ich mehr darüber sagen, wieder aufzuheben. Das heißt, eine Störung, so wie ein Implantat, ist etwas, was dich an was Gutes erinnert. Mhm. Was dich erinnert, zu Hause sein, zu Hause sein, zu Hause sein. Und zu Hause vergeht die Zeit nicht. Ist die Zeit aufgehoben. Also zu Hause sowohl wie im zu Hause oben ist, wo der Hart ist, ne, so zu Hause bei sich, wie zu Hause auch als Spiegelbild in die eigene Wohnung oder Haus. Ne. Und da ist die Zeit aufgehoben. Und so, und die Tatsache, dass dein Haus besetzt wird, ist eine Erinnerung, dass du ein Zuhause hast. Mhm. Und das ist natürlich in dem Moment, wo du das umkehrst und wenn ich jetzt dein T-Shirt jetzt sehe, hier ist ein Haus, das Haus ist hell und drumherum sind schwarze Männer, Wesen mit Messer und so weiter und es ist dunkel drumherum. Ne? Und das heißt, wenn ich das so sagen darf, in dem Moment, wo du nach Hause kommst, würde ich behaupten, dass dann das Implantat, jeder kann es auch anders nennen, dann wegfällt. Mhm. Also es gab Gründe, warum du eben oft manchmal eine Angst, eine Sache, das kennen wir alle, ich meine Erfahrung, du hast deine Erfahrung, jeder seine Erfahrung, es passiert. Aber wir haben immer die Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen. Und da, wenn wir nach Hause kommen, sind die Möbel genau so, wie sie waren. Die Küche ist da, was weiß ich, die Katze ist da, die Nachbar, die Bäume. Und da ist die Zeit stehen geblieben, mhm, zu Hause. Danke. Gerne. Boah, bin ich schlau. Dann das sind alle Sachen, die jetzt im Moment kommen. Ne? Ist das was ganz anderes? Was ganz anderes, ja. Okay.